Und interessant ist eigentlich das sehr Hermetische. Also die Stücke von Racine sind ja wie so ein Rohdiamant. Also da ist ja die Welt drin enthalten. Und zum Beispiel im Bajazet, das ist ja ein, spielt es nur im Serail in einem riesigen Labyrinth. Was der Zeit, fast zeitgleich mit Louis XIV, die Zeit von dem Osmanischen Reich, was er da versucht abzubildern. Und dieser, meines Wissens, eins der ganz wenigen Stücken, was eine ungeheure Entfernung eigentlich von Paris, dem Mittelpunkt Europas, hin zu Konstantinopel, ja. Er bildet also Zentrum des Osmanischen Reiches. Und solche Querverbindungen bei Artaud, der dann nach Irland seinen Neokatholizismus wiederentdeckt hat, der nach Mexiko fährt, um dort die ursprüngliche Welt zu erkennen von Menschen, ganz archetypisch. Und mich haben eigentlich die Sachen interessiert, zusammenzubringen, die eigentlich nicht zusammengehören. Und da ist es ganz schön, den Dissens zu entdecken, also das, was nicht übereinstimmt. Und der französische Philosoph und Literat Valéry hat in seiner Aufführung von Bajazet seinen Schauspielern verboten, eigentlich sich dem Narrativ zu nähern. Also was bedeutet das, was sind Figuren? Sondern er sagt, ihr müsst Racines Sprache wie ein Klanggewitter, also wie Musik verstehen. Vergisst, was es bedeutet, sondern versucht, was darunter die lyrische Struktur zu entdecken. Das finde ich wirklich sehr interessant. Ja? Und das war eigentlich auch der Beginn, wo Racine auch in die Modernität der Reflexion eingetreten ist. Racine ist ja ein Phänomen in Europa mit der gleichen Ausschließlichkeit, wie es vielleicht in Deutschland Goethe, in England Shakespeare waren. Aber er ist ein absolutes Phänomen, er ist ein Bedeutungsgewitter unter Intellektuellen in der literaturwissenschaftlichen Diskussion und er ist eine totale Randerscheinung in der Exekution seiner Dramatik. Ja. Er wird ja kaum gespielt. Und wenn, ist es eigentlich nur ein Requisit der Comédie Française, wo man sich an der französischen Sprache erfreut. Und die unteren Schichten, die der Artaud immer freigelegt hat, alles war ja etwas, wo er an den Ursprung von Gott wollte. Die Sexualität, die er aufgedeckt hat. Nichts wird in den Stücken. Es gibt keinen Mord auf einer Bühne, was bei Shakespeare, bei Corneille der Fall ist. Es ist alles in Sprache eingebettet. Und in dieser Sprache ist es wie eine Fantasieexplosion. Und auch die Geisteskrankheit von Artaud mit der weggedrückten, mit den Emotionen trieben, die eigentlich nur ihre Befreiung in der Literatur bei Racine finden. Das sind so viele nicht zusammengehörige Gedanken, die aber immer so eine Arbeit bei mir ausmachen. Na, es gibt eine lange Rezeptionsgeschichte von Racine. Man hat sich immer überlegt, wie viel ist biografisch, was hat Leben und Kunstwerk miteinander zu tun. Die Romantik hat eigentlich Racine, die französische Romantik, wiederentdeckt. Davor wurde er ein Monolith der klassischen Größe. Und natürlich ist es interessant, was ich vorhin von Valéry sagte, dass da die Musikalität zu entdecken ist und nicht jedes Wort. Etwas wie, wenn man den Text genau liest, hat es auch was mit Psychoanalyse zu tun. Man geht ganz tief und man kann sich vorstellen, wie so ein Mensch war. In der reinen Kunst ist Spekulation.
Kunst ist nicht das Abbild der Wirklichkeit. Ja? Es ist eins, aber es funktioniert nur, wenn es mit Fantasie, also mit der Eigenverantwortung eines Menschen, eines Exekutator, das ist der Regisseur, in seiner Zeit, in der er lebt, zu tun hat. Und insofern muss, wie jeder Klassiker, auch Shakespeare oder Goethe oder Goldoni, ist es immer wieder neu zu entdecken. Insofern bin ich, wie der Bertolt Brecht sagt, im Umgang mit dem geistigen Eigentum sehr lax. Ich habe da einen sehr, das ist eigentlich, es ist ganz schön, das ist eine, nicht mal Provokation, aber es ist eine Irritation, das, was man meint zu kennen, unter ganz anderen Prämissen wieder zu entdecken. Es ist ein bisschen Archäologie, auch was man damit betreibt. Und die Grundsache, wenn man das mit Schauspielern, das sind ja immer sehr Menschen, die in Räumen, sehr überschaubaren Räumen, wie eingesperrt sind. Ja, der deutsche Philosoph Heidegger sagt so, die Worfenheit des Menschen in einem Raum, in dem er sich befindet, die beste dramatische Anwendung von solcher Geworfenheit des Menschen mit diesen ontologischen Strukturen ist eigentlich bei Beckett, ja, Warten auf Godot, da reden Menschen ohne Unterlass, sie warten auf ein Phänomen. Bei Balzac gibt es den Godot, bei Beckett gibt es ihn nicht, er wird nie auftauchen. Und solche Sachen interessieren mich, dieses Eingesperrtsein und immer wieder den Versuch zu unternehmen, auszubrechen. Und da sind manchmal viele Texte von Racine wie Transportsysteme, die einen woanders hinbringen können. Und manchmal muss man dann auch sehr rüde und wie ein böser Sohn mit seinem Vater umgehen und ihn bestrafen für das, was er geschrieben hat und sich auf eine ganz andere Fährte setzen. Ja. Also ich vergleiche das, manchmal ist gutes Theater wie Kampfhunde. Oh, der Thomas auch geritt, er schießt immer. La munition de la croix. Racine macht sehr genaue, hat sehr genaue Überlegungen, was das Setting angeht. Ja, worin spielt das eigentlich? Und das kann man bei Phaedra, das kann man bei Andromache, bei all seinen Stücken bemerken. Und hier ist es eben der Serail. Ja? Es ist ein zwischen Lust- und Liebes- und Hoffnungsraum, dieser Serail, dieses Zelt, was wir haben. Und gleichzeitig ist es auch der Vorhof der Hölle. Ja, des Todes. Im exotischen Moment, auch im Großen, also auch Molière, sind Bürger als Edelmann, sind die Osmanen eine wichtige, ein bisschen komödiantisch behandelte soziale Minderheit in Paris. Und hier ist es eher in der Gewalttätigkeit von dem, was wir uns unter dem Osmanischen Reich vorstellen, was so gar nicht war. Ja? Also die Frauen in diesem Serail waren hochgebildet und wie es eben auch Roxane ist, eine sehr machtbewusste, eine Prinzipalin, jemand, der Politik macht in einer Gesellschaft, die nicht nur von Männern und von dem, was wir uns darunter vorstellen, dominiert ist. Und solche Räume, die man hin und her stellen kann, die eben zwischen Käfig und Serai und zwischen natürlich unseren Abstechern nach Babylon, also es ist immer eine Zeitreise. Es geht nicht darum, abzubildern, wie man eine Vorstellung aus dem Entstehungsjahr, den 16 Jahren im 17. Jahrhundert hat, sondern es ist auch die Freiheit zu assoziieren und da hilft einem eben dieser, das eine ist, wenn man so will, wie so ein Kristall, das ist die Sprache von Racine, die ist sehr prägnant, die hat fast was Mineralisches und das andere ist der Aufbruch in die Psyche, ja? Es ist die Auflösung. Die Nähe, die kennen wir von Artaud zum Surrealismus. Und das ist das, was mir natürlich eigentlich gefällt, diese Reise nach innen, wo der Mensch seine größten Kämpfe, das kennen wir auch hier bei uns in der modernen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, dass wir vor allen Dingen
diese Traumfabrik, die kann man, wenn man so will, natürlich auch mit solch einem Artaud und mit einem Racine in die Irritation, nicht in die Provokation, aber dass man das, was ist, durchaus anders denken kann. Und darum geht es eigentlich immer. Und dafür Räume zu finden, die immer eine Sinnlichkeit haben, eine Konkretheit. Wir arbeiten ja viel mit Kameras, ja. Also hier haben wir diesmal nur eine bewegte einzelne Kamera. Aber die Kamera ist eigentlich nicht nur als Instrument, als Requisit des Zeitgeistes, sondern es ist eigentlich eher ein medizinisches Instrument der Vivisektion. Man kann sich mit einer Kamera in ein Gesicht, in einen Menschen, der in einem Ausnahmezustand wie Roxane, das sind immer Liebesverhältnisse fast bei Artaud in der Ablehnung, der Angst vor Frauen. Seine ganze persönliche Geschichte ist eine zutiefst traurige, die immer unter dem Spiegelbild der Impotenz stand. Und bei Racine sind die Liebesgeschichten, seine Affären, die ja lange Zeit immer verdrängt wurden durch die offizielle Geschichtsschreibung dieses größten Vertreter der französischen Klassiker. Und da ist es interessant, in der Psyche und in der Physis, also herumzuwühlen. Der Heiner Müller, das ist ein sehr bekannter und vielleicht der wichtigste deutsche Nachkriegsdramatiker, der schrieb, Artaud ist wie die, eine Sonne von enormer Strahlkraft. Er hat es ja auch seinem berühmten Aufsatz, das Theater und die Pest. Ja, auch die Pest ist ein Ausnahmezustand von Menschen, wo sie vielleicht ihre größte Freiheit bekommen, weil alle Gesetze, alle Bindungen, alle Reglementierungen wegfallen. Und Heiner Müller sagte dann, Artaud hat die Literatur von der Polizei befreit und das Theater von der Medizin. Theater ist immer Erinnerungsarbeit. Theater ist nicht eine Nebenetappe des Journalismus, sondern es ist eine eigenständige, böse Kraft, die immer etwas Dämonisches hat, die immer widerständig sein muss. Ich komme ja aus Ostdeutschland, also ein quasi sublim totalitäres Regime. Und da lernt man, dass es Spaß macht, sich gegen, es ist der alte Mythos von David und Goliath, sich zu wehren gegen die vermeintlich Wichtigen. Auch mit so etwas Überflüssigem wie dieser jahrtausendalten Kunst der Darstellung. Ja, und dass man wie Kinder auch, wenn sie mit sich selbst umgehen und spielen, damit eine große Freude und vor allen Dingen eine Freiheit bekommen. Und man darf dieses Moment, je älter man wird, dieses Aufbruchs in der Kindheit nie vergessen. Ja, weil wenn man diese Naivität hat, Welt zu sehen, dann hat man auch die Unbotmäßigkeit gegen die schnelle Übereinstimmung. Es ist immer auch in Form, anderen Menschen Mut zu machen, das zu denken, was sie entweder falsch finden oder was sie sich nicht trauen zu denken. Ja, es ist so ein bisschen, es ist Abenteuer. Naja, wenn man in totalitären Systemen Theater macht, dann ist es etwas Ähnliches und hat die ähnliche Qualität von dem Märchen von Hans Christian Andersen über den nackten König. Die ganze Welt ist derselben Meinung, dass dieser König ein wunderbar schöner, mit den schönsten Kleidern der Welt ausgestatteter Mensch ist. Tatsächlich ist er nackt. Und es gibt nur einen Menschen, das ist ein Kind, der sagt, er ist ja nackt. Und das ist die Aufgabe der Kunst, und zwar immer. Und diese Form des Größenwahnsinns, der sich nicht abstimmt mit Konnektionen, ja, oder mit anderen Menschen, mit anderen Einflussgebern, das ist ganz wichtig, dass man den Mut hat, gegen den täglichen Journalismus oder gegen etwas. Es ist ja die Frage, deshalb ist die Intuition auch eine Erkenntnismethode. Wir sind ja so mit Informationen überfüllt, dass man auch wieder die eigene Meinung, man kann auch sagen, den gesunden Menschenverstand wieder in eine Königswürde bringen muss. Man muss den Mut haben zu sagen, wie ein Kind, meiner Meinung nach ist er nackt.
Das kann man auf alle gesellschaftlichen Bereiche übertragen. Und den Mut, das hat früher das gute Theater, gerade in den Zeiten, wo kaum jemand überlebt hat, zum Beispiel in den stalinistischen Zeiten, ja, Leute wie Michail Bulgakov, der seinen eigenen Roman über Molière geschrieben hat, aber er hat damit sein Verhältnis, sein sehr besonderes Verhältnis, Michail Bulgakov, zu Stalin beschrieben, und genauso wie Molière in fast allen seinen Arbeiten auch sein Verhältnis zu Louis XIV beschrieben hat. Und diese Form, wie man mit der Macht, mit der Angst und mit dem Überwinden der eigenen Angst umgeht, das macht mir Spaß. Insofern habe ich mich da von meinen ersten Arbeiten vor vielen Jahrhunderten bis heute nicht verändert. Die Zeitreisen sind interessant und die Modernität, zum Beispiel bei solch einem oft in die Ecke gedrängten und unterschätzten oder heute ins, wo man sagt, das hat uns nichts mehr zu sagen, aber wenn man wird sehen, in der Form der Offenbarung, also die Roxane tut, wenn sie den Text Schluss mit dem Gottesgericht sagt von Artaud, ein Stoff, der 48, er ist von der Freiheit und in der Psychiatrie, er wird bald sterben. Und der öffentliche Rundfunk hat versucht, daraus ein Hörspiel zu machen, zur Hauptsendezeit. Wenn man sich das heute vorstellen würde, wäre das unmöglich in allen europäischen Ländern. Er macht es, es ist kurzzeitig verboten, es ist vorhanden und es ist ein wunderbarer Hinweis darauf, dass Absurdität oder Nichtübereinstimmung oder gegen den öffentlichen Geschmack etwas zu tun, auch als dilettierender Komponist. Ich habe unlängst György Ligeti, auch halb Jude, der einen wunderbaren Stoff, Nouvelle Aventure, geschrieben hat. Eigentlich ein La Pourlar-Künstler, obwohl der größte Teil seiner Familie in Auschwitz umgekommen ist. Und er macht diese Nouvelle Aventure und man hört keine Stimmen, nur Schreien, Kreischen. Nur ein Wort gibt es, aha. Das ist unser schnelles, ich verstehe. Und das ist nur da drin. Und diese Schreie, die Instrumentierung, die übrigens so kompliziert, die völlig wie Kinderspiele ist, aber es ist eine ganz komplexe und komplizierte Partitur. Und man hat ein Gefühl bei dem Herkunft, wo man an Schwitters, an die Dadaisten, an die Surrealisten und ihre Musikversuche denkt. Man kann genauso an die Schreie der Menschen in Auschwitz denken. Also Kunst ist völlig formal und gleichzeitig macht er etwas und man hört es und die Bilder von Auschwitz. Ohne die Illustration, ja, der Wirklichkeit oder der nachgespielten Historie oder der Historizität, mit einmal bekommt man ein Gefühl des Grauens in 15 Minuten. Das ist ein großartiges Werk. Davon hat Artaud viel und davon hat für mich in der scheinbaren Klarheit auch jemand wie Racine. In Deutschland, das hat eine lange Tradition, aber Friedrich Schiller hat die Phaedra übersetzt. Und eine der ganz wenigen Versuche mit den französischen Alexandrinern, die nicht zu übersetzen sind, in Deutschland Furore zu machen. Und er sagte dann, es muss scheitern, denn wenn ich so mache, wie es Racine geschrieben hat, die Phaedra, dann haben wir in Deutschland nur einen Misserfolg. Ja, das hat er also Ende des 18. Jahrhunderts geschrieben. Und wenn ich es aber so mache, wie es dem deutschen Geschmack entspricht, den Zeitgeschmack, den Kunst, den Literaturgeschmack, dann zerstöre ich den Racine. Das ist genau der Widerspruch. Und den kann man, manchmal muss man mit einer ungeheuren Brutalität Kunst exekutieren, wo man zu sich selbst findet und darüber, wenn man durchaus auch eine Hochachtung an den Menschen, die so Weltkunst geprägt haben, und dazu gehören beide. Also beide. Wir haben ja auch den Pascal, der wesentlich, es ist so eine Beckett, eine Heidegger-Situation. Der Mensch ist eigentlich,
unglücklich nur deswegen, weil er sich ständig ablenken muss. Er wäre glücklich, wenn er allein und einsam in einem Zimmer sitzen könnte. Aber dieses Alleine, die Zeit in einem Raum auszuhalten, ist uns nicht gegeben. Und auch das ist ein Versuch, der Einfluss von Pascal auf Racine. Und solche Sachen, die machen mir Spaß. Und eigentlich ist es immer ein Geburtstag, den ich mir selbst mache mit jeder Inszenierung. Insofern sind diejenigen, die in dem Distributionssystem der Kritik oder von Zuschauern gern gesehene Gäste, aber sie können, wenn sie ausbleiben, bin ich nicht traurig, weil es geht um meinen eigenen Geburtstag und den meiner Freunde und Freundinnen. Je m'étonne enfin que pour reconnaissance. Pour prier de tant d'amour, de tant de confiance.